So, nachdem wir jetzt die Getreide haben, werden wir jetzt erstmal gucken, wie wir das hier am schlauesten mit den Schiffen machen. Wie wir die jetzt hier heile zurückbekommen. In die Takelage! Ja, denn so. Und zwar, ich werde mal das jetzt hier mal Mehr als bereit. aufladen, voll. So. Achtung, Admiral anwesend! So, zack. So, das tun wir mal alles beladen. So, Hi. muss ich kurz überlegen, wie gehen wir jetzt hier am schlausten vor? Laufen Koordinaten an. Wir müssen das jetzt beobachten hier, so dass wir jetzt hier keinen Aufstand machen. Also hier ist unseres. Also hier dürfte nicht passieren eigentlich. Fahrzeug Piratenschiffe, aber das heißt nicht gleich, dass sie uns sofort angreifen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Hört doch einfach auf, die anzugreifen. Ich verstehe es nicht. Den Anteil erwerben, damit ihr Frieden machen. Teil der Insel. Ich habe keine Ahnung, ob das dann irgendeine Auswirkung hat. Eventuell irgendwie so. Ich weiß es nicht. So, gut. Wir müssen das jetzt wirklich beobachten. Weil wenn die Zwischen wechseln, sind wir natürlich ja auch weg und das ist dann echt mega scheiße. Und das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Okay. Aber so wie das aussieht, sieht das schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Müssen aufpassen, da ist der Hafen und wir müssen gucken, dass wir dann dorthin kommen. Hier. Und dann wird das sicherlich auch beobachten. So, Leute bereit. so jetzt könnt ihr da lang fahren und wenn ihr es dahin geschafft habt, dann können sie auch alleine wieder fahren. Wir müssen hier echt verdammt aufpassen, wirklich. Das ist kein schönes Spiel hier, bin ich ehrlich. Inzwischen können wir mal gucken, haben wir hier eigentlich schon Kaffee? Wahrscheinlich auch, haben wir hier oben schon Kaffee, ne? Irgendwas mit Kaffee jetzt herstellen oder irgendwie so. Okay, ist das nächste. Okay. Als nächstes wollen wir Kaffee haben. Gut, ich glaube, ich brauche dann auch als nächstes auch Bier. Wir können ja hier schon mal auf Kauf machen und können ja dann auch hier mal schon fleißig mitbringen, das was wir haben. Genau. Lasst mich in Ruhe. Und ihr lässt die in Ruhe und dann ist noch alles super. So. Aber wenn das so klappt, lässt sie natürlich nicht in Ruhe. Hör doch einfach auf zu schießen, Digga. Und du fährst einfach weg und dann ist gut, ja? Perfekt. Hört doch auf. Hört auf. Einfach aufhören. Dann ist gut. So. So. Kann ich euch jetzt bitte nach Dübern schicken, ohne dass jetzt irgendwas passiert? Der Hafen sollte weit genug weg sein. Beobachten das jetzt dann noch mal. Dann wird ein Andringling. Sehr gefährlich. So, solange wir jetzt hier in ihren Kreis nicht reinfahren, dann wird auch nicht angegriffen. Perfekt. Und so wie es aussieht, fahren sie einfach weiter geradeaus. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Und eine andere Region. Perfekt. Sollte funktionieren. Die Nichtsnutzer habe ich schon über Bord geworfen. Schiff unter Jetzt Beschuss. An hier, dieses kleine Schiff hier. Bin gespannt. Feuerst du nicht zurück?
mehr als bereit. Ballern oder irgendwie so? Ah, es ist ganz schwierig. In die Takelage! Aufpassen. Beobachten, aufpassen. Mehr als halt bereit. Die doch jetzt mal an, jetzt hier, du Ochsenhund, du! Toll, ne? So, ihr könnt jetzt bitte weiter nach Hügern schiffen. So. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, keine Ahnung, was das hier ist. Schade, schade, schade. Aber naja. Gut, so. Okay. Wir hoffen, das klappt jetzt hier alles. Da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht hier in keine Probleme traden kommen. So. Sein hat kein Holz mehr. Wir müssen die Holzproduktion anschmeißen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich. So. Okay. Ich steige empor im gleißenden Streitwagen. Ja. Sehr gut. So. Gut, das können wir dann auch jetzt hier die. Versteckt die Flaschen. Stahlproduktion und jetzt auch die Konservenfabrik hier einschmeißen und dann. Ist gut. Okay. So. Was ich auch mal machen wollte, ist mal wieder bei der Expedition nachschauen. Ein Riff im Schiff, im Schiffsrumpf. Wasser im Rumpf. Das überladene Schiff kann die große Lieferung in seinem Bauch nicht mehr tragen. Eine Reihe kräftiger Wellen schleudert die Kiste im Rumpf herum und bringt ihn mal zum Bersten. Dort, wo die Ladung die Schiffswand getroffen hat, bilden sich Risse, durch die nach und nach immer mehr Wasser in den Laderaum eindringt. Eine Wasserbombe improvisieren, um sofort Temperatur aufzuschauen. Verstehen wir etwas vom Handwerk? Ah, okay. Auf das handwerkliche Geschick der Mannschaft kann man sich verlassen. Mit Hilfe von Sprechröhren und Pumpengehäuse und Metallplatten als Rumpf gelingt es den Seeleuten, so etwas wie eine Wasserpumpe zusammenzubauen. Es sind gut Dutzende Männer nötig, um sie zum Laufen zu bringen. Doch sie können sich ganz. Aber sie können sich genug Zeit verschaffen, um den Schaden ordnungsgemäß zu reparieren. Okay, das ist sehr schön. Mal kein Minus. Funktioniert das super. So, wir werden die Reise fortsetzen. So, damit haben wir das. Ich werde mal hier die ganzen Nachrichten mal wegmachen. So. Jetzt können wir mal gucken, ob sich jetzt hier irgendwas eigentlich mal wieder getan hat. Hier mit Kautschuk. Nein, hat sich natürlich nicht getan. Ist ja wunderbar. Wenn Sie nicht für mich einstehen, wäre das eine schreckliche Kränkung. Was willst du denn? Wir sind auf Sie vorbereitet. Was? Ach nein. Gut, bring den Piraten bei, ihre Finger von Willy zu lassen. Die Waffenruhe wurde beendet. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, wir laden jetzt erstmal alles ab. Neue Befehle? Ich glaube, wir brauchen noch ein Schiff. So. Kautschuk wird. Ja, wird bald geliefert. Sehr schön. Gut. So, also das heißt, wir brauchen dann als nächstes Fruchträder. So. Bla bla bla. Eisenhammer, Kautschuk. Haben wir auch was da. Dann könnten wir. Erforderliche Elektrizität. Ah, okay. Also das heißt, wir brauchen erstmal Elektrizität. Aha. Aha.
Ihre Fahrer nehmen das mal bauen und allem drum und dran. Das kann ja was werden, Freunde. Das. Ja. Mal gucken. Kann ja was werden. Okay. Ging da sicherlich schon irgendwie hin. So. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, würde ich jetzt erstmal nochmal. Oh, mal hier oben haben wir erst einmal noch eine Einwohner. Ich würde sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, sie verstehen mich. Wie soll ich mit dem Boxclub parallel, wenn ich nicht über den Boxclub reden darf? Ah, ich weiß. In den Regeln steht nichts darüber, dass Fotos verboten sind. Wir treffen uns am Marktplatz. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Führen Sie den Kämpfer. Hast du gehört? Wir sind im Krieg. Ah, hier ist der Kämpfer. So, machen wir ein Foto. Und können das abschicken. Nur ein wenig Beachtung. Sehr schön. Boxclub, ich dachte, wir sollen nicht darüber schreiben. Schreibt doch fortsetzen. Warum liegt da was? Auf die alte Dame ist Verlass. Liegt was? Gucken, was das ist. Das hört sich ja sehr interessant an. Hm. Wir gucken mal. Hol. Ein Schiff erster Klasse. Ah. Weil wir zu viel davon wahrscheinlich haben, ne? Oder? Wo ist unser Teil? Ja, gut, dann ist voll. Auf die alte Dame ist Verlass. Voll, okay. Na gut. Na gut. Okay.